Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Was ich irgendwie total vergessen habe, weshalb es schon eine ganze Weile nichts mehr davon gab. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo wir eigentlich... was wir eigentlich machen sollen. Wie konnte ich mir noch mal so Bildflügel? Wir gucken uns jetzt noch mal alles an. Tja, Klo. Ich glaube nicht, dass ich jetzt im Moment aufs Klo möchte, während der Herr Papa Papa. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Pfannsauen vor. Nee, da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Nein. Ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Echsenhaut. Hatten wir das nicht schon mal eingesammelt? Kommt mir so bekannt vor. Merkwürdig. Oder hatten wir es nach dem letzten Reset vergessen? Kann ich den Schlegel da dranhängen? Ich meine, der Schlegel ist ja... Nein! Okay. Kommt er jetzt wieder? Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Pfannsauen vor. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr, dass die Pfannsauen das Richtige für dich wäre. Nein, da waren wir schon ein paar Mal. Das kann ich... Ach, das Gegengewicht habe ich gar nicht eingepackt. Ja. Was ist hier so laut? Muss ich mal gucken. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Bis später. Oder früher. Oder beides. Komm ich da raus? Nein. Die Musik ist irgendwie so laut. Das nicht stimmt schon auf 100%, weil ich noch die hier ein bisschen leiser. Genau, wir machen es stumm. Ihr kriegt nichts zu hören. Gut, das müssen wir trotzdem erst nochmal gucken. So. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Ach, so.
Ich erinnere mich, wir konnten irgendwie Hüte sammeln. So wie den da oben. Der war auch echt einfach versteckt. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne! In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Ah, habe ich nicht 10.000... Oh, muss ich das jetzt echt nochmal machen? Hatte ich nicht die Untertitel eingeschaltet? Ah, verdammt. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Finde ich interessant, dass ich mit 10.000 Spaßpunkten eine Audienz beim Ältestenrat bekommen kann. Wenn das nur so einfach auch bei uns ginge. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Ah. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Also Gebäck fände ich jetzt ganz gut. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Gute Idee. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Oh. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Bester Job ever. Jetzt gucke ich aber nochmal. Untertitel. Untertitel? Wo stelle ich die denn nochmal ein? Untertitel. So. Versteh einer diese Elysianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Ich glaube, Rufo hat das Prinzip von Bräunen nicht ganz verstanden. Okay. Also. Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! 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 Der Spaß! Hält sich ein bisschen in Grenzen, wenn man das Zeug 50 Mal machen muss. Ah.
Wieso ging das vorhin nicht? Voll auf die Nase. Au! Voll auf die Nase. Wie ich Punkte kriege, indem ich einfach nur Bälle feuer. Okay. Soll das so sein? Kann ich schon so ein bisschen, kriege ich extra Punkte, wenn ich das Ding hier treffe? Nö. Ja, dann machen wir das doch jetzt einfach mal, bis wir 10.000 Pfandpunkte haben. Ich finde das total fair. Also wenn mir das Spiel diese Möglichkeit gibt, warum sollte ich denn das nicht nutzen? Das ist zwar total schäbig, weil ich glaube, mit anderen Sachen würde ich das... Hatte ich nicht auch sonst so 10.000 Spaßpunkte zusammengekriegt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hatte ich das schon mal geschafft? Schon wieder so lange her. Das glaube ich Mitte 2016 oder so gespielt. Ich kann ihn mehrfach treffen, das ist cool. Und was macht ihr heute noch so? Ja, also ich versuche jetzt 10.000 Fun-Punkte zusammenzukriegen. Ah, mehr wie 5.000 kriege ich hier gar nicht. Und ich kriege welche abgezogen? Wenn diese Gören mich treffen. Was war das denn nochmal? Achso. Nee, ich muss das, glaube ich. Ich glaube, das Pferd musste über die Dings drüber springen, ne? Über die, über die Klippe. Nein. Darf ich, musste das schon sehr genau machen. Ach, verdammt. Ja, ist ja gut. Ist denn?
Ich dachte, vielleicht schaffe ich es ja. Ich diese Sequenz nur überspringen könnte, die ist so nervig. Fabergé-Eier golfen. Oh, Mist. Das ist das langweiligste Spiel von allen. Ach, das schlimmste Spiel von allen. Da habe ich irgendwie ein bisschen geschlafen gerade. Ja, mir wäre es echt, ich fände es echt gut, wenn ich es einfach überspringen könnte. Also nicht das Spiel überspringen, das kann ich ja. Ich meine, diese Pferdchen holt mir Fabergé-Ei zurück Sequenz. Die dauert nämlich viel zu lange. So niedlich das ist. Aber irgendwann geht es einem auch mal auf den Sack. Die nimmt nämlich unglaublich viel vom Spielfluss raus. Wie ich das geschafft habe beim letzten Mal. Darf ich das einfach überspringen? Ich habe es ja schon mal gemacht, weil es geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Es macht nämlich überhaupt keinen Spaß. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Nee, also habe ich jetzt gerade echt keinen Bock mehr drauf. Weil ich auch nicht mehr weiß, welche Kombination ich hatte, damit das Fabergé-Ei rausfliegt. Also ich war da ja relativ perfekt mit dem Ding und trotzdem kriege ich es nicht hin. Das war ich jetzt auch nicht mehr weiß, ob es das war oder nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Ein Minigame ist kacke. Das nochmal. Ich muss, glaube ich, hier drauf drücken, ne?
Rufus! Was sitzt du denn da rum? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Sag bloß. Es ist natürlich mit Chronicle nicht zum ersten Mal für dieses Leben. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Und warum regt er sich so auf? Wir sind in einer Zeitschleife. Nichts kann daran etwas ändern. Ich verstehe zwar kein Wort, aber es klingt irgendwie ernst. Ja. Ich erkläre es euch in der nächsten Runde. Nächste Runde? Was meinst du mit... Okay, also irgendwas übersehe ich. Jetzt muss ich mir den ganzen Scheiß aber wiederholen, ne? Jetzt ist mir Fabs abgeschmiert. So muss das sein. Augenblick. So, also, das war schon mal nix. Dann, die Monsterpartoffeln habe ich. Jetzt muss ich mir wieder den Schlegel holen. Ich überspringe das jetzt hier einfach mal, weil... Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Ach so, kann ich nicht überspringen. Kann ich mir jetzt noch schnell... Nö. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Gufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuhschuss? Kuh. Nein, Ruh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... Ach, egal. Mein Name spielt keine Rolle. Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! So ein Reinfall. So, aber jetzt. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nö, heute nicht. Nein, ich muss... Na, So, jetzt sammeln wir den ganzen Kappes hier wieder ein. Beeil dich mal ein bisschen. Wir haben doch keine Zeit. So, und dann gucken wir mal. Wir hatten ja noch andere Knöpfe. Was haben wir denn noch? Chill-Out-Zone? Ein Habitat-Ring. Habitat, genau. Ah, nein. So, Habitat-Ring. Gehen wir mal in die Chill-Out-Zone. Gotcha! Sowas wie eine Katze. Das ist irgendwie voll süß. Sieht aus wie so ein Greif. Ah, kleine Küken. Rufus, hör auf einzuschlafen. Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn... Jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ein Streifenzobel? Du bist ein Streifenzobel? Das
geht gar nicht. Oh. Wolperdinger-Generator? Ach, das sind Wolperdinger. Ach so. Aber ich kann keins machen. Okay. Dann später. Nein! Oh. Jetzt muss ich Fraps wieder neu starten. Moment, Entschuldigung. Ja, wenn das Spiel minimiert, schließt sich leider auf Fraps. Aber das ist auch so furchtbar nah am Rand, dieses Raus. Oh, da ist eine Klappe. Datasettenfach, okay. Aber wie es scheint, habe ich hier alles gesehen. Hat er Haare auf dem Rücken. Ist ja widerlich. Ist das widerlich. Da hat er einen richtigen Pelz. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Bald Was? Ist die rosafarbene Stampede komplett. Stampede? Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Will ich sonst nichts machen? Ich kann da raus. Ach, das ist der Streichelzoo. Zum Spa. Das Spa. Geht's hier hin? Die machen aber auch nichts selber, ne? Nicht mal die Leute unterhalten. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Und dem traut ihr? Also so uneingeschränkt? Kann ich mit den anderen reden? Oh, so viele Leute hier und ich kann mit denen nicht reden. Da geht's wieder zum Streichelzoo. Wurst. Wurstings, Wurst. Wurst. Hier steht aber eigentlich Things. Wurst, Things, Wurst. Wurst, Things, Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Aha. Oh, ich muss mir doch aber keinen Wolperdinger machen und den da in die Wurstmaschine stecken, oder? Oh, bitte nicht. Das wäre voll gemein. Da ist auch noch eine Klappe. Auch nochmal mit einer Datasettenschlitz. Ansonsten. Also gehen wir nochmal zum Streichelzoo. Und, Ist das ein anderer Fahrstuhl? Wie der Fahrstuhl? Also, das da? Ist das ein Fahrstuhl? Nee, ist eine Sauna, oder? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Die Sauna ist geschlossen. Ich würde gerne mit denen da reden. Ich würde gerne mit den Leuten hier reden. Das ist voll gemein. Okay, aber wie es scheint, fehlen uns ein paar Tatasetten. Was haben wir denn im Habit? Achso, da sind wir wieder hier. Haben wir noch was?
Untere Schleuse, Chill Out, Fun Zone. Also Chill Out Zone hat uns ja irgendwie jetzt gar nichts gebracht. Oder sehe ich das falsch? Oh. Aua, heiß. Oh, jetzt frieren die Klar. Oh, wie gemein. Oh, das geht doch so nicht. Oh, ich kann die nicht wieder reinschrauben. Oh, das ist so gemein. Das Spiel ist so fies. Kann ich die zudecken? Nein. Oh, die Armen. Ja, was kann ich denn jetzt mit der Lampe? Die Sauna ist geschlossen. Ach, dieses ganze... Kann ich die in das Wurst-Things reinstecken? Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Maschine. So ein schlechtes Gefühl. Brauche ich da auch erst Datasetten dafür? Ich habe nicht einen einzigen Ort gefunden, wo ich Datasetten herkriege. Wollt ihr mich denn alle verarschen? Was mache ich denn jetzt? Und es fehlt mir immer noch eine Taste. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Oh! Das Glas. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichel-Varan pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Ganz nackelig. Ja. Haben wir noch? Bällebad? Die Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Die Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas... Okay. Ich habe wohl doch einiges über eine Leselampe. Kann ich die durch die Wärmelampe tauschen? Aua, heiß. Was tust du? Nichts, nichts. Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke.